Jeder 639-Fahrer kennt es. Heckklappe, Rostansatz, ist auch schon mal gemacht worden, hat tatsächlich Mercedes schon mal gemacht. Aber ja, wie man sieht, auch mehr schlecht als recht. Ist ungefähr 3 Jahre her. Ich hoffe, es ist noch nicht hier durchgerostet. Das werden wir jetzt aber gleich mal sehen. Das heißt, wir fangen hier mit der Heckklappe an, Griffstück ausbauen. Dazu muss die Innenverkleidung ab. Alles schön sauber entrosten hier. Hoffen, dass kein Loch ist. Und dann neu lackieren. Oha, das ist aber schon ganz schön morsch hier, du. Scheiße, ich glaube, der ist ja schon bald durch hier, du. Scheiße, aber hier haben die auch schon gespachtelt bei Mercedes. Das sieht man richtig. Oha, Alter, was ist das denn? Das ist auch nicht original, oder? Gott, oh Gott. Das Beste oder nix, ne? Ja, in diesem Sinne würde ich mal sagen, achso, ich muss noch schnell meine Action-Tasche auspacken. Wir waren nämlich hier bei Action und haben so einige Sachen geholt. Das werde ich mal schnell machen. Klebeband, Bremsenreiniger, alles, was man so braucht. Dann haben wir hier noch so einen Primer. Weiß ich nicht, ob der gut ist. Gleich mal gucken. Und irgendwann habe ich noch einen Rost. Wo war der? Da. Den wollte ich an sich mal ausprobieren. Rostkonverter und Primer. Mal schauen, ob das was taugt. Transparent. Ja. Ja, muss ich mir gleich mal durchlesen, diesen kleinen gedruckten Scheiß. Ob wir den nehmen können. Aber wie gesagt, erstmal geht es darum, das Auto ein bisschen zu zerlegen und den Rost da wegzuschleifen. Also in diesem Sinne, willkommen zu einem weiteren Video. Moin! Da haben wir zwei kleine Torx-Schrauben. Da ist eine. Und auf der anderen Seite, da sitzt auch noch eine. Die drehe ich jetzt mal als erstes raus. Schrauben sehe ich nicht. So, und jetzt ist es eigentlich nur noch grobe Gewalt, ja, aus den Clipsen runterziehen und dann müsste die eigentlich schon rausgehen. Wir haben hier zwei Schrauben TX30 und zwar eine ist da und die andere, ich hole mal die Lampe. Pampe, paar Lampe, Mampe. Da. Da ist die andere. Rostet auch schon fleißig. Perfekt, die Schraube dreht mit. Die lässt sich irgendwie nicht mehr lösen, die müssen wir abflexen. Ja, sehr schön, ich freue mich. Komme ich gar nicht ran mit der Flex. Ach, das wird ja lustig. So. Gucken, ob wir das so hinkriegen. Ist aufgegangen. Und zwar ist hier Folgendes passiert. Hier sind ja solche Messinghülsen, Gimbel, Bimbel, solche Messinghülsen eingepresst und die war eben halt hier, ja, die Schraube saß halt fest und ja, Reibung erzeugt Wärme und dementsprechend einmal mit dem Schrauber drauf lange drehen lassen, dann schmilzt das hier rauf. Da, da sitzt das Stück, ne? So, und die Buchse müssen wir jetzt irgendwie rauskriegen. Aber jetzt kann ich ja mit der Zange gegenhalten. Vielleicht kriege ich die ja doch nochmal gelöst. Bisschen Sprüh rein. Vielleicht kriegen wir die ja noch raus, die Schraube. Mal gucken. So, aber so insgesamt sieht es gar nicht mal so schlimm aus. Ne? Das ist noch nicht durch, zum Glück. Also das kriegen wir noch wieder hin. Da ist noch kein Loch drin. Also noch ist es nicht zu spät. Genau rechtzeitig. Ja, ich werde das mal ein bisschen schön blank machen hier. Und dann geht das weiter. Thank you.
So, das war die erste Runde. Das sieht alles gar nicht so schlecht aus. Na, hier muss ich nochmal in die Kehle hier rein, aber das werde ich mit dem Dremel machen, weil mit der großen Flexmasse zu viel kaputt. Ich bin hier auch schon ein, zwei Mal reingehackt. Da müssen wir mal gucken, dass wir das wieder so ein bisschen ausspachteln. Ein bisschen spachteln muss ich wahrscheinlich sowieso, so wie ich das sehe. Aber ja, er ist auf jeden Fall nicht durch, ne? Das ist schon mal gut. Ja, ich werde mal einen Dremel holen. Endlich mal ein Sitzen arbeiten. Das jetzt aus, das Ganze. Also ich habe das schon versucht, alles wegzukriegen, aber diese Unebenheiten hier, ne, diese dunklen Stellen, das ist das im Grunde genommen, wo der Rost immer noch drin sitzt. Und wenn ich das jetzt wegschleifen würde, hätte ich dann ein Loch drin. Ne? Also ich weiß nicht, ob ihr das hier sehen könnt. Da ist schon so ein Mini-Loch drin. Ne? Da, hinter. Da. Also normalerweise, wenn du es richtig machen willst, dann setzt du dieses ganze Stück. Muss dann eigentlich rausschneiden und neu einsetzen. Aber ja. Wir machen das nicht. Jetzt kommt ein vernünftiger Rostumwandler drauf. Dann hoffen wir mal, dass der seinen Job tut und den letzten verbliebenen Rost umwandelt. Ne? Also es sieht schon schön blank aus, aber wenn du dir hier genau die Krater hier anguckst, wenn ich da jetzt nochmal wieder schleifen würde im Krater, würde es wieder braun hochkommen. Also da sitzt noch der Rost drin. Also das Blech ist eigentlich schon durchgerostet, auch wenn man es gar nicht sieht. Ne? Diese ganzen Krater hier, diese ganzen dunklen Stellen, da ist er eigentlich schon durchgerostet. Aber wie gesagt, da kommt jetzt Rostumwandler drauf und ich hoffe mal, dass das dann erstmal wieder hält. So, jetzt werde ich gleich sehen, wie das reagiert. Wenn ich überall da, wo der Rost ist, dann wird es mir gleich dunkel werden. Das heißt, da fängt er dann an, umzuwandeln. Ja, damit der Rostumwandler dann wirken kann, muss ich ja noch meinen Griff hier reparieren. Und zwar ist ja hier die Gewindebuchse rausgerissen, die hatte sich mitgedreht. Ich habe sie versucht noch mal mit der Zange und ein bisschen Sprüh zu lösen, aber ja, kannst vergessen, die war so vergammelt, die musste ich dann leider abdremeln. Das ist also der Rest davon. Das habe ich mal ein bisschen bei mir gesucht. Ich habe so eine Schraube noch gefunden. Das ist so eine, das ist eigentlich genau die gleiche. Nur ein bisschen kürzer, beziehungsweise ein bisschen länger, aber das ist ja nicht schlimm. Und jetzt ist der Plan, die Mutter hier so ein bisschen rund zu schleifen. Und dann mache ich da so ein paar Schlitze rein und dann mache ich die heiß und will die dann heiß hier reinschmelzen sozusagen, dass wir da wieder ein Kontergewinde haben. Ich habe die hier mal gekontert, ne? Damit ich das schleifen kann, wie sie nicht mitdreht. So, könnt ihr schön sehen, wie ihr hier so langsam dunkel wird, ne? Und überall, wo die ganz dunklen Stellen sind, da ist eben halt noch Rost im Blech und das wandelt er eben halt um, ne? Jo. Ich mache jetzt Pause, muss das erstmal trocknen lassen, das heißt, es geht jetzt erstmal morgen weiter, aber nicht für euch, geht es ja gleich im Video weiter. Jo, später. Er hat sehr gut reagiert, das sieht wirklich gut aus, alles schön dunkel geworden, halt schön umgewandelt, hat einen guten Job gemacht. Jo, das habe ich jetzt einmal fein angeschliffen mit 1000, ne? Damit hier der Spachtel auch hält. Viel Spachtel kommt da ja nicht drauf. Das sind ja eben halt nur die Unebenheiten und die Lackschichten, die wir da ausgleichen. Ja, das ist auch gut so, weil viel Spachteln ist immer scheiße. So. Und hier haben wir unseren Spachtel. Da nehmen wir ganz normal handelsüblichen 2K Polyester Feinspachtel. Wie gesagt, das sind nicht starke Schichten, die ich darauf mache. Von daher passt das schon. Ne? Soll übrigens keine Werbung sein, aber der ist ganz gut. Jo, machen wir hier 2 Spachtel, kleines Holzbrettchen. Rühre ich mir das jetzt gleich an und dann geht das gleich los. Ne? Geil.
so eine windige Ecke ist, habe ich hier mal meine alte Balkonheizung davor gestellt. Die haut ein bisschen Strom jetzt weg. Macht hier aber schön warm, dass es ein bisschen besser trocknet. Es ist eigentlich noch zu kalt. So, das ist trocken. Oder hart. Ja, das ist hart. Ja, dann können wir schon mal den ersten Schleifgang machen. So, danke. Das ist alles fertig gespachtelt. Ich habe dreimal gespachtelt. Habe es dann am Ende mit nass geschliffen. Kann sein, dass nochmal die eine oder andere Ecke hier auftaucht. Aber das sehen wir dann, wenn die erste Farbe drauf ist. Ich probiere den einfach mal aus hier. Ne? Rastkonverter von Action. 2 Stunden Trocknungszeit. Ja. Ist eigentlich ziemlich lang, aber was soll's. Was mich stutzig macht, dass der transparent ist. Also durchsichtig. Naja, schauen wir mal. Ist er wirklich. Aber da wir hier noch blanke Stellen haben, macht das ja eigentlich Sinn, das Zeug dann nochmal rüber zu tun. Also den mal einen Augenblick antrocknen. Gibt es noch eine zweite Schicht. So, oh, da ist ein Haar drauf. Da. So, bevor es läuft, lassen wir das mal so stehen. Jetzt ist es natürlich gerade so windig, aber Grundierung ist trocken. Das sieht gut aus. Ich habe hier ein paar Läufer drin, die werde ich jetzt gleich noch mal mit nass rausschleifen. Dann ja, mache ich da noch mal Füller drauf, damit ich irgendwie Farbe kriege, damit ich ein bisschen was sehen kann hier. Weil das ist durchsichtig, das ist irgendwie ein bisschen blöd. Gut, ich mache das mal eben und dann sehen wir uns gleich wieder. Heute hab ich gute Laune, Laune. Heute ist ein schöner Tag. Eine Woche später, der Lack ist trocken. Ich habe das in der Garage lackiert, weil es hier einfach zu windig war. Ich habe ja ein paar Bilder eingeblendet, hoffe ich zumindest. Und jetzt könnt ihr sehen, ich habe also hier in die Fläche reinlackiert im Grunde genommen. Also hier oben hatte ich es mir abgeklebt und habe hier in die Fläche reinlackiert. Das sieht alles soweit super aus. Ich muss jetzt nur noch eben halt ja den Übergang, wo der Sprühnebel eben halt ist, das einmal nochmal aufpolieren. Und das werde ich jetzt gleich machen. Das Schloss, nee, Schloss kann ich nicht drin lassen, das brauche ich nicht wieder rausnehmen. Ich werde mir jetzt gleich mit 1200er Nassschleifpapier die Übergänge alle ein bisschen anschleifen, nochmal ein bisschen die Fläche anschleifen. Und ja, dann poliere ich das Ganze auf und dann ja, seht ihr gleich, wie es geworden ist. Also ich muss ganz ehrlich sagen, mir gefällt es gut. Ich habe tatsächlich Unebenheiten drin. Da oben ist irgendwie noch eine drin und hier irgendwo. Aber ich bin mir gar nicht sicher, ob die nicht vorher auch schon drin war, weil da oben habe ich ja gar nicht geschliffen. Gut, ich hole mir mal meinen Scheiß zusammen und dann geht das weiter. So, das ist einmal leicht angeschliffen, dass es so ein bisschen glatter wird. Ja, es ist nicht perfekt geworden. Ne? Also ich habe tatsächlich hier so ein paar Stellen, die mir nicht so ganz gefallen, aber ja,
Gott. So, jetzt hole ich mir den Polierklaus und dann machen wir hier mal ordentlich den Poliermax. So, die Sache ist erledigt. Ich gehe jetzt und zeige euch das. Wird ein bisschen windig werden, weil irgendwie ist das hier echt eine windige Ecke. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin sehr zufrieden. So sieht das Ergebnis jetzt aus. Das Ganze. Also man sieht im Grunde genommen keinen Farbunterschied. Also ich kann nicht erkennen, wo ich einlackiert habe. Also das gefällt mir wirklich sehr gut. Was mir nicht gefällt, aber das ist eben halt meine Schuld. Und zwar, wenn man genau gegen Licht guckt, ich versuche das mal einzufangen. So, aber mein Gimbal will schon wieder nicht. Also wenn du genau gegen Licht guckst, habe ich da so ein paar Sachen drin. Ja, das wäre ein Spachtelgang mehr gewesen, wäre das auch weg gewesen. Ne? Ja, aber ihr müsst euch vorstellen, ich habe hier mittendrin lackiert. Gut, hier habe ich abgesetzt, aber auch das sieht man nicht mehr. Ne? Das habe ich richtig schön wegpoliert bekommen. Da ist auch keine Kante oder kein Grat irgendwas dran. Also das gefällt mir wirklich sehr gut. Sieht aus, als wenn nichts gewesen wäre. So, die haben wir schon mal da weg, damit wir schon aus dem Wind kommen. Ich finde es super. Ist halt eine zeitwertgerechte Reparatur. Ne? In der Werkstatt hätte ich ein paar Taler mehr dafür ausgegeben. Von daher bin ich da sehr zufrieden. Ja, Sprühdose ist gar nicht so schlecht. Man kann gute Ergebnisse erzielen mit der Sprühdose. Na, ich finde, ein bisschen drauf ankommt es mit dem 2K-Lack. Aber es sieht auch gut aus. Gut Leute, dann verabschiede ich mich aus dieser windigen Ecke und würde sagen, wenn ihr Bock habt, sehen wir uns beim nächsten Mal. Gut Leute, haut rein. Bis dann. Ciao, ciao. Hab ich gesehen? Was hast du gemacht? Das ist doch nicht dein Ernst. Ja, aber der ist drin, ne? Ja, ja. Metalle dran. Hey, das nervig, alter Scheißwind hier. Sack hier. Oh. Scheiße. Was ist denn hier los? Abschalten, genau.